Ja, hallo liebe Bitcoin- und Krypto-Fans. Heute gibt es nochmal ein Update zum Thema Cloud Mining. Vielleicht habt ihr es bei dem einen oder anderen YouTuber schon gesehen oder eben die News gelesen. Cloud Mining ist im Moment sehr, sehr unattraktiv, beziehungsweise es lohnt sich nicht mehr. Und warum das so ist und wie sich das entwickelt und welche Gefahren da jetzt auch drohen und was mit euren Verträgen passiert, das schauen wir uns jetzt mal kurz an im Schnelldurchlauf. Hashflare hat hier ein Statement abgegeben. Sie haben gesagt, also dadurch, dass die Difficulty hier um 14% gestiegen ist, ist es also nicht mehr möglich, dass das, was ihr bekommt, letzten Endes eure Maintenance-Fee deckt. Ihr wisst, bei Hashflare in diesen alten Verträgen ist das oder sind es 35 Cent pro Terahash. Bei Genesis sind das 28 Cent pro Terahash. Genesis hat auch im Moment neue Verträge. Da gucken wir gleich auch mal rein, ob sich das lohnt. Und ich hatte schon vor, ich glaube, 2, 3 Monaten ein Video gemacht, lohnt sich Cloud Mining noch? Und manche waren da, habe ich so einen Ausblick gegeben für 2018. Und damals habe ich schon gesagt, Leute, wird in die Hose gehen. Es gibt Anzeichen dafür, dass das nicht mehr lange gut gehen wird. Und ich habe ehrlich gesagt aber auch mit einer besseren Kursentwicklung des Bitcoin gerechnet. Aber die Preisentwicklung jetzt des Bitcoin, wir sind, ich glaube, bei 6.300 gerade, Ethereum unter 500. Und wir brauchen ungefähr 7.500 im Moment, damit sich das so gerade eben ausgeht, damit wir gerade eben Break-Even sind. Also ihr seht hier meine Balance. Seit dem 10. habe ich keine Payouts mehr bekommen, also seit 8 Tagen jetzt hier. Dementsprechend ist auch die Umsatzprognose bei 0. Das ist natürlich sehr schade. Ich meine, ich habe jetzt hier keine riesengroße Mine, aber 4,5, 2 Terahash ist ja schon ein bisschen was und Ethereum lohnt sich auch überhaupt nicht. Meine 2 Megahash hier, wenn man sieht, was da hier rauskommt nach der Zeit, das ist wirklich ein Trauerspiel. So, jetzt schauen wir uns mal kurz das im Einzelnen an. Und hier seht ihr dann auch SHA-BTC Payout less than Maintenance. Also das, was ihr ausgezahlt bekommt. Ja, seht ihr auch. Also das hier ist die Maintenance Fee. Das ist der Payout des Tages. Die Zahl ist kleiner als die. Und dementsprechend, eure Bilanz geht dann mal kurz hoch, aber dann dementsprechend wieder hier runter. Ja, also das einzig Gute ist im Moment, und das muss man wirklich sagen, das ist eine gute Sache von Hashflare, ihr verliert kein Geld. Ja, also wenn ihr hier guckt, also ihr fallt immer auf das zurück, was ihr hattet. Ja, das ist immer die gleiche Zahl, ja, obwohl ja letzten Endes jeden Tag im Prinzip ein Teil oder ihr einen Teil dieser Maintenance-Kosten durch das, was gemeint wird, nicht decken könnt, ist es so, dass die euch das jetzt nicht abziehen. Ja, aber wir haben uns ja eben anguckt, seit 8 Tagen geht das ganze Spiel jetzt so und naja, also ob das jetzt sehr, sehr kurzfristig, also was wir brauchen, ist dieser Kurs, ist ein massiver Kursanstieg des Bitcoin, weil es liegt nämlich nicht nur alleine an der Difficulty. Ja, also die Difficulty, klar sind 14% viel, aber wir hatten auch schon 10, 12%. Ja, also auch wir hatten auch schon mal 16%. Das war alles nicht so das Thema, weil der Kurs entsprechend hoch war. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn der Kurs jetzt bei 7, 7.500 wäre, dann wären wir so gerade Break-Even. Ja, und das wird sich also auch nicht lohnen. Das heißt, wir bräuchten hier also, damit sich das wieder so richtig lohnt, wirklich richtig lohnt, sind wir so Richtung 20.000. Ja, und das Problem ist ja auch die Difficulty, die bleibt ja im Moment auch so hoch, weil es wird ja einfach immer weiter gemeint. Ja, es gibt immer mehr Cloud-Miner, die jetzt auch dazukommen. Ja, und das wird jetzt im Prinzip ja, wahrscheinlich dazu führen, dass über kurz oder lang jetzt der eine oder andere Cloud-Miner im Prinzip ausstirbt. Ja, vielleicht, die müssen dann vielleicht ihr Geschäft schließen. Ja, aber was zum Beispiel mit den Großen jetzt passiert, also Hashflare und Genesis, das weiß man natürlich nicht. Ich meine, ihr habt natürlich einen Vertrag mit denen geschlossen. Die Geräte, die haben die ja da. Ja, und die können ja lustig, fröhlich weiter meinen. Also ist für die eigentlich eine große Sache, eine gute Sache. Deshalb glaube ich, dass bei diesen ganz, ganz großen Firmen im Prinzip da jetzt auch nicht
Oder ich glaube nicht, dass die dicht machen, ja, die werden im Prinzip weiter meinen, die werden halt nur keine Verträge mehr rausgeben und werden dann im Prinzip, ich müsst ja auch immer sehen, ja, da ist ja auch in den 35 Cent, da sind ja auch bestimmte Abschläge enthalten, ja, das ist ja nicht nur die Elektrizität letzten Endes, sondern das wird ja betriebswirtschaftlich gerechnet mit dem Overhead, ja, und da gucken die schon, glaube ich, dass die da Plus machen. Also glaube ich, dass die Unternehmen selber immer noch im Plus sind, auch wenn sie jetzt dann ohne uns weitermeinen. Und warum sage ich jetzt ohne uns weitermeinen? Der ein oder andere YouTuber, ich habe ein paar YouTube-Videos gesehen, ja, und es ist falsch erklärt, beziehungsweise manche weisen da gar nicht drauf hin, oder die sagen dann, ja, ich habe hier das mir alles durchgelesen, ich finde hier überhaupt nichts und das wird hier weitergehen und die arbeiten jetzt an der Lösung. Hart gesagt, scheiße ist. Und warum? Es ist ganz, ganz einfach. Wer Englisch kann und Englisch lesen kann, soll jetzt nicht polemisch klingen, aber also ich weiß jetzt nicht, was daran so schwer ist, das hier in diesen Terms of Agreement und in Contract Term zu finden. Ja, ich lese es euch mal vor unter 5.5. The mining process continues until said mining is profitable. This means the mining process will stop, also wird enden, wenn die Maintenance Fee und die Electricity Fee ja, höher sind als der Payout. So, und jetzt kommt der entscheidende Satz. If mining remains unprofitable for 21 consecutive days, the service is permanently terminated. So, during the 21-day period, payouts and fees will also be temporarily stopped. If during the suspension period, contract-related mining factors that are outside of Hashflash control will change favorably, making mining profitable again, the service will be unsuspended and contracts reactivated. So, für diejenigen, die nicht so gut im Englischen sind, ich übersetze das jetzt mal ganz einfach. Nach 21 aufeinanderfolgenden Tagen ist Feierabend und zwar permanently. Also vorbei, euer Vertrag wird gekündigt und dann ist Schluss. In dem Moment, wo innerhalb dieser 21 Tage ein Tag dabei ist, an dem das wieder ins Plus geht, ja, wird der Vertrag wieder reaktiviert und dann starten, wenn das am nächsten Tag wieder unprofitabel ist, starten dann wieder 21 Tage. Ja, also das ganze Spiel geht entweder so lange, bis wir entweder wieder durchgängig im Plus sind oder wir quasi so einen dummen 21-Tage-Block treffen. Ja, und dann sind die Verträge, also es sind 3 Wochen. Ja, und das Schlimme ist, wir haben jetzt schon 8 Tage rum. Ja, also wir haben 21 Tage, 8 Tage haben wir schon rum. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr viel. Hier, wir haben noch 13 Tage, ja, und wenn es noch 13 Tage lang jetzt so weitergeht, sind all unsere Verträge, ja, also dieses vom BTC Mining jetzt spreche ich, ne, weil Ethereum Mining hat ja keine Maintenance Fee, dann sind alle Ethereum Minen platt. Quatsch, alle, Entschuldigung, alle Bitcoin Minen sind dann platt und die Verträge werden gekündigt. Aus Ende und es ist auch in den Terms of Agreement hier, es ist nirgendwo vorgesehen, ja, dass hier irgendwie eine Kompensation gezahlt wird. Ja, also wenn ihr jetzt vielleicht am Ende seid mit eurer Laufzeit, dann habt ihr vielleicht noch Glück, ja, und verliert vielleicht nur ein paar Wochen. Diejenigen, die jetzt vor sehr, sehr kurzem erst Verträge gekauft haben, die gucken völlig in die Röhre, ja, die haben richtig Geld zum Fenster rausgeworfen. Also 21 Tage insgesamt, 13 haben wir noch und innerhalb der 13 Tage müssen wir hier mindestens einmal im Plus gewesen sein, damit quasi wir nochmal neu starten können. So, jetzt gab es von Genesis auch neue Verträge. Wunderbar. Es gab dann auch eine ganz tolle E-Mail und das wurde alles angekündigt. Die nennen das hier jetzt Radiant. Und dann gibt es hier, also sie haben das alles optimiert, das letzte bisschen rausgepresst und sonst wie was alles. Ganz toll. Und sie haben im Moment eine Limited Offer. Und jetzt ist die Frage, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht?
Im Moment lohnt es sich nicht. Warum? Das können wir ganz einfach gucken. Sie haben die Preise hier saftig erhöht. Ja, also ich glaube, es waren mal 179 Dollar. Jetzt sind wir bei 285 Dollar. Ich glaube, es waren mal 179 Dollar letztes Jahr im November für Lifetiming-Verträge. Jetzt sind wir bei 285. Ja, und auch noch ein Tipp hier, wenn ihr hier mit der Auszahlung in Bitcoin zu kämpfen habt. Ich mache es so, ich habe meine Verträge auf Litecoin umgestellt. Also in der Auszahlung auf Litecoin, da ist die Auszahlungshürde ganz, ganz gering. Ja, und dementsprechend versuche ich hier so viel wie möglich rauszuziehen, immer direkt. So. Es sind 5 Jahresverträge jetzt diesmal. So, und dann sagen sie hier auch alles wunderbar. 5 Jahre, und sie haben hier das alles hier geändert. Sie haben alles optimiert, Data Center und was weiß ich nicht was. Und sie haben nur noch, anstatt der 28 Cent vorher für die Lifetiming-Verträge, haben sie jetzt nur noch 14 Cent pro Terahash pro Tag. So, und jetzt ist die Frage, lohnt sich das denn überhaupt? Und wann oder wie hoch müsste es der Kurs gehen, ja, damit wir hier mal im Plus rausgehen? So, ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet. Ein Terahash ist drin, das ist hier mein CryptoBuddy. Das rechnet mit der Difficulty und auch mit einer Difficulty-Prognose. Ja, mit einem Change zugegeben, hier 16% pro Monat ist natürlich viel, aber das ist auch so ein bisschen so ein Worst-Case-Szenario jetzt, beziehungsweise die Difficulty könnte auch eventuell noch viel mehr steigen. So, und jetzt gehen wir mal hier ein. Ja, so, dann sehen wir schon, okay, also wenn wir jetzt nur, wir haben ein Terahash und wir haben jetzt nur die Hardware-Cost, so, und dann nach 12 Monaten bringt es nichts. Ja, so, und 60 Monate, das sind 5 Jahre, so, das heißt, wir erreichen, selbst wenn, wir haben noch hier keine Maintenance-Fee eingerechnet, ja, das sind jetzt nur die Hardware-Kosten, also der Vertrag, nur der Vertrag, ja, der läuft 5 Jahre, 60 Monate und das ist ein Terahash, ja, das bedeutet, wir sind hier profitable never, ja, Ende, da fehlt was, so. Jetzt können wir Recurring Costs, und wir wollen ja rechnen, jetzt kommen noch die Maintenance Fees dazu. So, das heißt, wir haben jetzt ein Terahash oben eingegeben und wir nehmen jetzt mal der Einfachheit halber, der Monat hat im Schnitt 30 Tage. Ja? Manchmal hat er 31, manchmal 30. Wir sagen jetzt mal 30. Okay, also 0,14 mal 30 sind 4,2 Dollar. Das heißt, hier kommen nochmal 4,2 Dollar im Monat nochmal dazu. So, wird natürlich nicht besser, ist natürlich klar. Ja, also das heißt, wir erreichen das hier überhaupt nicht. Ja, haben wir keine Chance. Die Difficulty, die ist hier natürlich so hoch. Ja, Projected Price. Hier ist natürlich auch keine Preissteigerung des Bitcoin jetzt enthalten. Ja, aber ihr seht hier schon, ja, also das ist Projected Profit. Ja, das funktioniert alles nicht. So, jetzt unter den Rahmenbedingungen, wie sie jetzt hier gezeigt sind, ja, also keine Preissteigerung des Bitcoin, was unrealistisch ist, und zugegeben einer relativ hohen Difficulty. So, und wir sagen jetzt einfach nur mal, die Difficulty steigt im Schnitt, ja, und sie steigt, wobei sie steigt ja alle 2 Wochen. Ja, jetzt ist sie letztes Mal innerhalb von 2 Wochen um 14% gestiegen. Jetzt haben wir hier pro Monat 16, das heißt alle 2 Wochen 8, also so ganz unrealistisch ist es vielleicht nicht. Aber wir gehen mal runter auf 12 pro Monat. Ja? Und selbst, das heißt 6% alle 2 Wochen, ja? Was sehr, sehr wenig ist eigentlich für die Difficulty, dann sind wir immer noch nicht im Plus. So, selbst bei 5% pro Woche, ja? Müssen wir jetzt hier mal 2 nehmen, sind wir immer noch nicht im Plus. So, und jetzt müssen wir uns mal überlegen, beziehungsweise wir können das hier noch, Never Sell Coins, aber das macht auch keinen Unterschied. So, wobei Live Stats, ich habe es jetzt hier geändert, genau so, das ist nämlich der Knackpunkt. So, selbst, also ich sage jetzt mal, selbst wenn wir jetzt hier 5% pro Woche haben und die Difficulty wird da drüber liegen, da bin ich mir relativ sicher, dann müssen wir jetzt mal schauen, was für eine Preissteigerung pro Monat, und zwar jeden Monat, weil wir rechnen das ja jetzt hoch, wir brauchen für Bitcoin, damit wir im Plus sind. So, wir gucken mal, bei 1% sind wir
nicht im Plus. So. Bei 2% sind wir in 8 Jahren im Plus. Okay. Bringt uns nichts, weil wir haben hier nur 60 Monate. 3% sind wir 4 Jahre, 7 Monate. Dann wären wir quasi vor Vertragslaufzeitende, während wir Break-Even. So, und jetzt gucken wir mal Projected Price. Ja, also ey, wir gucken uns das mal das Ende 2018 an. Ja, so, wo haben wir es denn? Ja, das wäre jetzt so Dezember 2018, wenn mal bei 7.900. Okay, da glaube ich schon, dass wir da drüber liegen. Aber das Problem ist natürlich jetzt hier die Steigerung. Ja, so, wir nehmen mal, sagen wir mal 10%. So, dann wären wir in einem Jahr, wären wir durch, ja, aber das Problem ist, dann müssten wir Ende des Jahres, ja, dann wären wir hier bei Projected Price 8.800, okay, das kann ich mir alles noch vorstellen, ja, aber dann wären wir jetzt hier nächstes Jahr im Mai, wären wir wieder bei 18.000, alles gut, aber dann wären wir hier 2023 bei, jetzt muss man mal schauen, wie viele Nullen sind das? Das sind 2.026.000. Ja. So, und das ist natürlich hier so eine Kurve, die äußerst unrealistisch ist. Ja. Also ich sage jetzt mal so, dass der Bitcoin hier, wenn wir bleiben wir mal oder an diesem Schnittpunkt, ja, dann müsste der Bitcoin, ja, wenn das aufgehen soll, müsste der im November 2022, das ist jetzt alles wie gesagt nur hochgerechnet, aber dann müsste er im November 2022 auf 1,1 Millionen, bei 1,1 Millionen pro Bitcoin sein. Okay, McAfee wird es freuen, weil dann muss er sein Ding nicht essen, aber letzten Endes, also bitte, ja, also ich meine, das hier kann ich mir alles noch vorstellen. Ja, also Bitcoin vielleicht 2020 bei 40.000, vielleicht auch bei 50.000. Ja, aber das ist natürlich hier eine ganz, ganz schwierige Sache. Ja, dann wärt ihr hier aber Break-Even. Ja, vorher schon. Und dann würde sich auch dieser Vertrag lohnen. So, und jetzt gucken wir mal bei 5%. Ja, also das ist hier ein Gamble. Ja, und ihr müsst euch dessen bewusst sein, wenn ihr jetzt diese Verträge kauft. Ja, dann aktuell lohnen sich diese Verträge nicht. Ja, und ihr, das Einzige, was ihr machen könnt, ja, ihr müsstet dann im Prinzip hier auf diesen krassen Preisanstieg setzen, 10% oder 5% pro Monat, ja, darauf spekulieren, dann wären wir 2022. Was haben wir eben gesagt? November 2022, wären wir bei 97.000 Dollar, ja, bei 5% Steigerung pro Monat. Das ist auch noch eine Riesenhausnummer, ja, also 100.000 für bis 2000, also das muss der Kurs einfach erstmal machen, ja, das ist immer so gesagt, ja, das kriegt er schon hin. Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch und ich muss ganz klar sagen, mir ist diese ganze Nummer hier zu riskant. Also, wer das machen möchte, ja, der kann das gerne machen, aber sonst schaut euch auch mal mein altes Video da vielleicht noch zu an. Da habe ich das Halving auch erklärt, ja. Und zwar alle, ich habe es ja gerade nicht im Kopf, alle so und so viele Blocks, ja, gibt es wird der Block Reward reduziert, ja. Das heißt, wir haben dann nicht mehr 12,5 BTC im Block Reward, sondern wir haben dann nur noch die Hälfte, ja, 6, was ist es, 6,75, ne, wenn ich jetzt gerade tatsächlich meinen Taschenrechner rausholen. Ja, ne, 6,25, Entschuldigung. So, ach, oje, oje. So, ich sollte vielleicht mal ein bisschen Cola trinken. So, also, das ist ganz, ganz schlecht. Ja, und mir persönlich ist das hier viel zu riskant, weil ihr bezahlt jetzt für eine Leistung, wo ihr überhaupt nicht wisst, ob sich das lohnt. Ja, und ihr habt halt dieses Anlagerisiko. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte aber irgendwie gerne meine Bitcoin haben oder ich möchte die vermehren, ja, mein Gott, dann nehmt jetzt 285 Dollar und kauft davon Bitcoin. Ja, also das ist, wie soll ich das sagen? Also das ist aus meiner Sicht im Moment die bessere Anlage. Ja, und wir gucken mal hier, ja, Projected Profit, wo ist die Linie?
Ja, also hier, wenn ihr das jetzt hier macht, bei den Rahmenbedingungen, dann werdet ihr ungefähr, also hier ungefähr Dezember, Januar, werdet ihr dann 2020 mit den Rahmenbedingungen, werdet ihr dann erst im Plus. Ja, dann habt ihr also diese $285 aufgefrischt und danach ist alles Gewinn. Aber so, ich sage, muss ich ganz klar sagen, Cloud Mining ist für mich unter den Rahmenbedingungen. Wenn so wie der Kurs jetzt ist, ja, und auch so wie die Fees sich gestalten, wie die Difficulty sich entwickelt, ja, es wird ja immer schlimmer, muss ich sagen, ist das für mich persönlich kein Investment Case, wo ich rein investieren möchte. Ich gehe lieber hin, ich kaufe Bitcoin, ich kaufe Ethereum, ich kaufe Neo, ich kaufe vielleicht noch Litecoin und vielleicht noch den ein oder anderen Coin. Maximal 10 Coins, die lege ich mir hin, ich mache meine Airdrops. Und fertig, ja. Und dann ist vielleicht noch so das ein oder andere Krypto-Game mal dabei, aber ansonsten war es das. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe hier aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und das ist halt für mich nichts mehr. Ihr müsst das selber für euch entscheiden, was ihr hier machen möchtet. Und ich werde auch jetzt hier in diesem Video bewusst keine Reflinks reinpacken oder sonst wie was. Ihr wisst selber, wie ihr zu diesen Seiten gelangt, weil das ist hier eine Sache. Ich kann das nicht unterstützen und ich möchte davon auch jetzt irgendwie nicht profitieren, dass sich hier irgendwer reinreitet vielleicht. Ja, und ich denke, da gibt es schon eine gewisse Verantwortung auch bei den YouTubern. Ich meine, man greift immer wieder mal ins Klo. Ja, das ist einfach so. Das ist halt normal. Ich versuche das immer so gut wie möglich rauszufiltern. Manchmal gelingt es mir oder meistens gelingt es mir, würde ich sagen. Manchmal nicht. Aber das ist hier eine Sache, die ist für mich so klar. Das kann ich nicht mit ruhigem Gewissen machen. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ein bisschen weitergebracht. Wie gesagt, wir haben noch 13 Tage. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir wenigstens einmal oder dass der Kurs, der muss nur einmal richtig hochziehen. Wir brauchen einmal einen richtigen Push. Aber wir sind im Moment so weit unten vom Kurs. Naja, also das wird jetzt schon schwer. Ja, in 13 Tagen über 7.500 zu kommen, sehe ich im Moment noch nicht. Okay, also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da und kommentiert was. Ihr könnt auch einen Daumen runter machen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt mir aber bitte, warum. Vielleicht auch, warum ihr das so seht, wie ihr es seht. Würde mich interessieren, auf jeden Fall die Meinung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dahin.